Herzlich willkommen hi bei den EDFF Gaming News. Mein Name ist The Fette Pets vom Netz. Und wir fahren direkt los. Es gibt Neues von Hello Games. Denn Sean Murray, der CEO von der Firma, die hauptsächlich bekannt ist für den desaströsen Marketing und Release vom Spiel No Man's Sky. Entre metí entre las piedras de Chipiona, de Faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. Heute sich an einem Interview lo ein bisschen über die Zukunft von der Firma ausgelost. Nachdem sie dann aber lang an viel in ihrem Spiel geschafft haben, haben sie mittlerweile ganz viele Updates rausgebracht. Das Spiel ist déjà entre-temps viel, viel besser als für drin. Und sie haben auch versprochen, dass sie immer noch weiter werden drauf schaffen. Zum Beispiel wird ein Update kommen, den das ganze Spiel am VR spielbar möchte. Und das gratis für jeden, den das Spiel schon hat. Gewusst ist ja auch, dass sie schon in einem neuen Spiel schaffen. Das ist aber echt ein kleines Adventure-Spiel, das story-driven ist. Das Spiel heißt The Last Camp. Feuer-Argo auf der letzten E3 präsentiert. Neu ist allerdings, dass sie auch in einem dritten Spiel schaffen, das soll aber, Zitat, big, ambitious and silly gehen. Wie schwer das Spiel wird tun, für irgendeine Art von Hype aufzubauen, das bleibt dann aufzuwarten. Ein interessantes Jahr dürfte dann gehen für Bethesda. Mit Schiffre ging wahrscheinlich dasselbe Adjektiv hier benutzen. Viel Leid tun ja nur dem großen Debakel von Fallout 76. Ein bisschen Angst in Zukunft von der Firma. Hierup geht es natürlich um Starfield, auf jeden Fall um Elder Scrolls 6. Denn Todd Howard hat nur überhaupt der PAX East bekannt gegeben, dass kein von denen zwei Spieler wert eine Präsenz an ihrer E3 Pressekonferenz haben. Der Fokus von dieser Pressekonferenz soll dann auf Doom Eternal leihen. Da wird man natürlich auch ein paar News kriegen von Wolfenstein Youngblood. Aber für den Rest ist es schwierig zu sagen, wer das dann doch Kind erwarten. Ob Fans wirklich noch viel wollen wissen über die Zukunft von Fallout 76 oder ob eventuell DLC-Announcements für Rage 2, was bis dahin raus ist, interessant genug sind für eine Pressekonferenz, das bleibt aufzuwarten. Fuß runter! Blitz News! Valve hat ganz heimlich ein neues VR-Headset angekündigt. Dieses neue Headset soll natürlich gut stück mehr performant sein. Der Name vom Headset ist Valve Index. Viel mehr ist nicht bekannt. Wir werden mehr darüber gewöhnt gehen am Mai. Interessant also zu wissen, wie ist da schlussendlich die Performance von dem Headset und was sieht der Preis aus den auch schon virtuell bezahlbar. Traurig News dann für Fans von Drive Club. Das PlayStation 4 exklusiv Spiel wird ab dem 31. August nicht mehr am Store zu kaufen sein, genauso wie Drive Club Bikes und auch Drive Club VR. Und ab dem 31. März nächstes Jahr ist dann auch Serveren, die gehen da komplett aufgeschaltet. Ab dann kann das Spiel dann leider just nach offline spielen. Bomberkarte für den Club sind natürlich nicht gültig für den unvermeidbaren Reboot am Jahr 2027. Nintendo bringt dann dieses Jahr nach direkt zwei neue Switch-Versionen raus. Ein Mieng Bullish und ein Mieng Dyer. Die Mieng Bullish, die soll unter anderem nicht den HD Rumble haben, was natürlich viel um Preis ausmischt. Und über die Dyer ist noch nicht viel bekannt, außer dass sie eben natürlich mehr performant soll sein, so wie Nintendo es sieht, für den richtig motivierten Gamer. Der Mieklang soll also ein spiritueller Nachfolger vom 3DS sein und die Medaille, da gibt es Gerüchte, dass der Nvidia-Prozessor, den an der Switch dran ist, der 4 Jahre alt ist, eventuell durch einen neuen Nvidia-Prozessor kind ersetzt gehen. Wer von euch wird sein Switch dann für einen besseren Switch switchen? Wir bleiben ein bisschen bei Gerüchten, denn Konsole kriegt für die nächste Generation ist nämlich so los richtig am Gang. Seit Google hier. Nachdem Google für kurze auf einer Pressekonferenz hier neue Plattform Stadia 4 gestaltet hat, waren die Leute natürlich gespannt, ob dann von Microsoft an auch von Sony.
Neben allem Interessanten und aber auch Cringien, was auf der Pressekonferenz so gezählt ging, hat Google nämlich auch direkt Xbox und PlayStation angeschwärt, an dem sie gesagt haben, dass Stadia ein Prozessor hat, der mit 10,7 Teraflops lebt, was mehr als ein bisschen mehr wie die zwei anderen Konsolen zusammen. This is how the graphical power of Stadia compares to the top two consoles in the market. 10.7 teraflops is more powerful than the top two consoles of the previous generation combined. Lohet an ein ganz vertrauenswürdig Quell Day bekannt, dass vier hier Gerüchte, die meistens bis loh gestimmt haben, dann preisgehen, dass sowohl PS5 wie auch die Xbox Project Scarlett planen, mehr wie 10,7 teraflops zu haben. Ne? Wie viele teraflops ist zu sein? Zwischen der gespannten Teraflops hier spielen, ne? Und zum Schluss sprechen wir dann aber auch hier über das Thema, was an den letzten Wochen für viel Diskussion, Roserei und auch Verwirrung gesorgt hat. Nee, ich spreche nicht vom Epic Store seinem Krieg gegen Steam, nee, ich spreche natürlich von Artikel 13. Hey? Artikel 17 geht schon. Tomato, Tomato. Tomato, Tomato, oh, let's call the whole thing off. Für ein bisschen mehr spezifische Informationen zu der gesamten EU-Direktive gebe ich euch Uroden, guckt als EDWF Gaming Talkshow von der diesjährigen Spring Games, wo ich zusammen mit verschiedenen Gästen, wie zum Beispiel auch Politiker, über das Thema geschwärmt habe. Es bleibt natürlich noch aufzuwarten, wie die Nationalparlamente hier das Gesetz zu dieser EU-Direktive der Werten umsetzen. Mehr große Plattformen wie eben zum Beispiel Twitch fährt natürlich los, dass sie davon alle Seiten ungeklaut gehen, wenn sie nicht alles blockieren, was, Zitat, theoretisch an irgendeinem Singer Vorstellung eine Urheberrechtsverletzung durchstellen könnte. Das behindert natürlich kreativ schärfen. Das Ganze hat dann folglicherweise nicht just Konsequenzen für EU-Bürger, weil Twitch muss dann auch dementsprechend dafür sorgen, dass EU-Bürger kein geschütztes Material können konsumieren, was von einem Mensch außerhalb von der EU herabgelöst wird. Wir haben jetzt natürlich umlaufenden Wanne zu diesem Thema mehr zu berichten wird und hoffen dann, dass es nicht zu düster für den Internet wird. Voilà, das wäre dann für heute. Ich sage euch vielmals merci für das Nachgucken. Schreibt euch hier drinnen in Kommentare zu den Themen, die wir beschwert haben. So, dass, ob ihr das Format fantastisch fand oder mega genial. Und gebt euch ein Like. Und dann sehen wir uns bei der nächsten EDWF Gaming News. Bis dahin. Tschüss.